zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute soll es meine Leseliste für den Mai 2017 geben. Und ja, was soll ich sagen? Sie ist wieder explodiert. Ich habe insgesamt 16 Bücher und 2 Mangas auf meiner Leseliste. Ich habe auch wieder vor, einiges mit anderen zusammen zu lesen. Und ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit den Büchern an, die ich mit jemandem zusammen lesen möchte. Und zwar möchte ich zum einen mit der Nina von Ninas Lesezeit und der Diana vom Blog Dienchens Welt der Bücher zusammen endlich Steelheart lesen von Brandon Sanderson. Wir wollen das schon ewig lesen, irgendwie. Aber wir sind noch nicht dazu gekommen. Und im Mai soll es nun soweit sein. Und ich habe bisher nur Gutes über dieses Buch gehört. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Ich will es auch gar nicht wissen. Und ja, ich freue mich da schon sehr, sehr drauf. Mit den beiden zusammen zu lesen, macht ja auch immer ziemlich viel Spaß. Und ja, ich bin gespannt, ob ich mir dann den zweiten gleich holen muss, weil ich habe den nämlich noch nicht. Aber ich, ja, ich freue mich drauf und ich hoffe, dass es uns genauso gut gefallen wird, Entschuldigung, wie allen anderen. Ich muss das Buch ganz weit dahinter legen, weil hier alles voll steht. So, dann ebenfalls mit der Diana zusammen möchte ich noch ein weiteres Buch lesen. Und zwar, es sind sogar noch 2 Bücher, die ich mit der Diana zusammen lesen möchte. Und zwar wollen wir den zweiten Teil von Dante Walker lesen, nämlich Seelenretter von Victoria Scott. Wir haben ja auch den ersten zusammen gelesen, der hat uns ziemlich gut gefallen und deswegen wollen wir jetzt auch den zweiten ganz schnell lesen. Der ist ja jetzt gerade erst erschienen und darin geht es um Dante, der ein Seelensammler ist im Auftrag der Hölle. Und ja, bisher hat ihm sein Job eigentlich auch relativ viel Spaß gemacht und er hat sich da irgendwie cool damit gefühlt, bis er die Aufgabe bekommt, die Seele von Charlie einzusammeln. Und ja, als er Charlie kennenlernt, muss er allerdings feststellen, dass sie eigentlich eine ziemlich gute Seele hat und er eigentlich gar kein Recht hat, diese einzusammeln und nicht so ganz genau weiß, warum er das jetzt eigentlich tun soll. Und somit fängt Dante an, alles zu hinterfragen und ja. Auf jeden Fall hat es uns richtig gut gefallen und ich freue mich schon sehr, sehr auf den zweiten Teil. Dann mit der lieben Clary Morgenstern zusammen, möchte ich auch mal wieder ein Buch lesen. Und zwar haben wir uns diesmal rausgesucht von Jennifer Armentrout, Morgen lieb ich dich für immer. Und ich hoffe, dass wir mal eine gute Wahl getroffen haben. Bisher hatten wir irgendwie immer schlechte Bücher, ich weiß nicht. Wir haben so ein Talent dafür, uns schlechte Bücher rauszusuchen. Wobei ich mittlerweile über dieses Buch auch nicht nur Gutes gehört habe. Es soll ja nicht so Bombe sein. Es ist ja auch relativ dick. Aber ich hoffe einfach, dass wir diesmal Glück haben und es uns gefallen wird. Wir werden es sehen. Hier geht es ja um Mallory und Ryder, die sich seit ihrer Kindheit kennen und sich jetzt 4 Jahre nicht gesehen haben. Und Mallory glaubt hat, dass sie Ryder für immer verloren hat. Doch am ersten Tag an ihrer neuen Highschool kreuzt er plötzlich wieder auf. Aber er ist ein ganz anderer Ryder, nämlich mit Geheimnissen und einer Freundin. Aber das Band zwischen Ryder und Mallory ist immer noch genauso stark wie damals. Und ja, Ryder steuert irgendwie auf eine Katastrophe zu und Mallory tut alles dafür, um ihn irgendwie zu retten und setzt aber ihre eigene Zukunft aufs Spiel. Ich bin gespannt, was uns hier erwarten wird. Ich habe bisher von Jennifer L. Armentrout tatsächlich nur Fantasy gelesen und ja, deswegen wird das für mich was ganz Neues und anderes sein. Dann möchte ich mit der lieben Franzi von die Bücherseelen zusammenlesen. Von Tracy Chi, Ein Meer aus Tinte und Gold. Wir haben auf der Buchmesse festgestellt, dass es bei beiden und dass es bei beiden von uns noch auf dem Sub rumsuppt. Und dass wir beide nicht so große Motivation haben, es zu lesen, weil ja ganz viele gesagt haben, es wäre nicht so toll. Und ja, deswegen wollen wir das jetzt gemeinsam in Angriff nehmen und ich hoffe, es ist nicht ganz so schlecht, wie es sich bei allen anderen angehört hat. Und dass es uns trotzdem recht gut gefallen wird. Ja, ich werde dann berichten, da wird es auch eine Rezension dazu geben. Zu den meisten Büchern wird es tatsächlich eine Rezension geben, weil ganz viele Rezensionsexemplare dabei sind. Dann möchte ich mit der Nina, wir haben uns ja dieses Projekt vorgenommen, dass wir rein beenden wollen. Und da haben wir uns für den Mai rausgesucht von Ray Carson, Die Feuerkrone. Das ist der zweite Teil zu Der Feuerstein, der uns ja ziemlich gut gefallen hat.
Ja, und jetzt wollen wir diese Dilogie beenden. Und ich bin schon sehr gespannt, ob uns dieser Teil auch wieder so überraschen wird und uns so gut gefallen wird. Jetzt habe ich keinen Platz mehr für die Bücher. Das hätte ich mal vorher organisieren sollen. Naja, egal. So, das ist, glaube ich, das letzte Buch, das ich tatsächlich mit jemandem zusammenlese, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube. Und zwar ebenfalls auch noch mit der Diana, wie erwähnt, möchte ich dieses Buch lesen. Ursprünglich habe ich die Reihe mit der Nina zusammen angefangen, aber der Nina hat es gar nicht gefallen. Deswegen lesen Diana und ich jetzt alleine weiter. Und zwar handelt es sich um Dark Wonderland, nämlich Herzbuben im zweiten Band. Und ja, das ist ja so eine Alice im Wunderland-Geschichte. Also es geht um eine Nachfahrin von Alice im Wunderland, die halt versuchen muss, diesen Fluch, der auf ihrer Familie lastet, zu brechen. Und ich bin gespannt, wie es hier weitergeht, ob es auch wieder so chaotisch, verrückt und verquer ist wie der erste Band. Und ja, wir werden es sehen. So, ich lege das einfach mal so hier irgendwo hin. Dann möchte ich eine weitere Reihe beenden. Ich habe übrigens relativ viele Bücher zum Reihenbeenden mir rausgesucht, weil ich dachte, es wird mal Zeit. Und zwar möchte ich als erstes lesen dieses wunderschöne Buch, nämlich Rache und Rosenblüte von René Adi. Das ist der zweite Teil zu Zorn und Morgenröte. Und ja, das ist ja so eine Scheherazade heißt sie. Aber die Original heißt Scheherazade, oder? Jetzt krabbelt diese Katze auf mir rum. Katze, was willst du von mir? Geh von mir runter. Ja, gut, leg dich hin. Du liegst auf meinem Buch. Danke. Ja. Bin mir eigentlich relativ sicher, dass es mit diesem Band abgeschlossen ist. Falls ich mich vertan habe und mich geirrt habe, korrigiert mich da gerne. Aber ja, auch darauf freue ich mich schon und bin sehr gespannt, wie das Ganze weitergehen und ausgehen wird. Dann habe ich mir ein dünnes Büchlein rausgesucht, wo ich schon sehr, sehr gespannt drauf bin. Das entspricht nämlich so gar nicht meinem gewohnten Lesegenre, nämlich Milchmädchen aus dem Königskinder Verlag von Nimin. Ich habe keine Ahnung, ob es eine deutsche ist oder eine, was weiß ich. Und es ist eingeschweißt, deswegen kann ich auch nicht gucken. Auf jeden Fall, ja, das ist halt so eine Geschichte, die man nicht einordnen kann, wie alle Geschichten aus dem Königskinder Verlag. Das sind halt so Geschichten, die nicht so fest in einen Genre passen. Und hier geht es irgendwie um zwei Mädchen, die 12 Kühe entführen und dadurch irgendwie blüht die Nachbarschaft auf. Es hört sich sehr lustig an und ich bin sehr, sehr gespannt darauf. Und ja, auch da werde ich euch dann berichten, wenn ich es gelesen habe. Ich denke, dass ich das relativ schnell weglesen kann, weil es relativ dünn ist. Und ja, ich hoffe, es wird mir gefallen. Dann ein Buch, das ja gerade in aller Munde ist, nämlich von Stephanie Garber, Caraval. Es ist nur ein Spiel. Hier geht es ja um Scarlett, die irgendwie unter ihrem gewalttätigen Vater auf einer abgeschiedenen Insel lebt. Und ja, sie hat einen großen Traum. Sie möchte nämlich an dem magischen Spiel Caraval teilnehmen. Und als sie dann die Möglichkeit dazu hat, ja, stellt sich die Frage, ob Caraval nun wirklich das ist, was sie sich erhofft hat und ob das die Erfüllung ihrer Träume ist. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mittlerweile auch schon ein paar negative Stimmen tatsächlich gehört. Die einen sind mega begeistert und die anderen sind nicht ganz so begeistert. Also was richtig Negatives habe ich tatsächlich noch nicht darüber gehört. Ja, ich werde mir einfach meine eigene Meinung bilden und bin schon sehr gespannt, was mich darin erwarten wird. Dann habe ich mir noch ein Buch rausgesucht, das gerade erst auch hier eingezogen ist. Wobei die meisten sind erst eingezogen tatsächlich. Und zwar ein Roman zum Film. Ich weiß gar nicht, ob der Film schon angelaufen ist oder ob er jetzt bald anläuft. Nämlich Du neben mir und zwischen uns die ganze Welt von Nicolai Yoon. Auch hier weiß ich nicht genau. Es geht um Mädchen mit einer Immunkrankheit. Aber viel mehr weiß ich nicht. Ich will mich da auch tatsächlich davon überraschen lassen und bin schon sehr gespannt. Ich habe schon sehr, sehr viel Positives über dieses Buch gehört. Ich glaube, was Negatives habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Und ja, ich werde mich da einfach reinfallen lassen und hoffen, dass mir auch das gefällt. Dann ebenfalls ein Buch, das in aller Munde ist und sehr umstritten ist.
Und auch da möchte ich mir jetzt eine eigene Meinung bilden. Und zwar von Aaron Watt, Paper Princess. Ja, da geht es ja um Ella Harper. Ich kann ihren Namen mittlerweile schon auswendig, obwohl ich es noch nicht gelesen habe. Weil einfach jeder es immer wieder sagt. Und irgendwie hat Ella ihre Mutter verloren und schlägt sich halt jetzt so irgendwie durchs Leben und dann taucht plötzlich der Multimillionär Callum Royal auf und behauptet, ihr Vormund zu sein und nimmt nimmt sie mit auf sein Anwesen und der hat aber irgendwie, wie viele Söhne hat er? Fünf? Ja, irgendwie hat er relativ viele Söhne, glaube ich. Ich weiß nicht genau, wie viele. Ja, fünf ist sogar richtig, haha. Und ja, einer schöner als der andere. Und irgendwie sind die aber alle ziemlich fies. Und irgendwas stimmt in dieser Familie nicht. Und ja, ich bin gespannt, zu welcher Fraktion ich hinterher gehören werde. Zu denen, die das Buch lieben oder zu denen, die das Buch hassen. Da ist mein Buch. Oh, ich habe es gestern gesucht. Kein Wunder, ich habe die Bücherstapel nämlich schon vor 2 Tagen vorbereitet, weil ich es eigentlich drehen wollte, aber dann habe ich es doch nicht gemacht. Ja, mein nächstes 5-Books-Buch, das ich gestern gesucht habe, und zwar Die Beschenkte von Christine Cashaw. Ja, es wird Zeit, dass ich das jetzt langsam mal lese. Das suppt einfach schon ewig herum. Ich glaube, das war tatsächlich schon auf meinem Sub, als mein Sub noch aus 8 Büchern bestand. Deswegen, es wird definitiv Zeit, dass ich das lese und es ist ja wie gesagt eins meiner 5 Books, auch wenn ich die 5-Books-Challenge mehr oder weniger eigentlich, ja, abgebrochen habe, pausiert habe, beendet habe, ich weiß es noch nicht so genau, aber ich werde die Bücher auf jeden Fall fertig lesen und im Mai möchte ich halt eben dieses lesen, das ist dann das 3., dann habe ich noch 2 und ja, ich bin gespannt, wie es mir gefallen wird. Dann habe ich mir noch rausgesucht, weil ich ja gerade das Reich der 7 Höfe gelesen habe. Und es hat mir so gut gefallen. Und der zweite Teil kommt ja erst im August raus. Und da habe ich mir gedacht, bis dahin und... Und ich habe ja noch ein weiteres Buch von Sarah J. Maas und habe mir gedacht, ich lese Throne of Glass. Und mittlerweile habe ich auch den 2., 3. und 4. da. Und wenn es mir genauso gut gefällt wie das Reich der 7 Höfe oder sogar noch besser, dann kann ich sie einfach alle direkt hintereinander weglesen. Und ja, ich freue mich da schon sehr, sehr drauf. Das ist ja irgendwie, glaube ich, mehr so Dystopie-mäßig anstatt so Fantasy-mäßig. Ich habe tatsächlich keine Ahnung. Ich habe nur immer wieder gehört, dass es super, super toll sein soll. Und deswegen freue ich mich da so drauf. Und ja, ich glaube, das wird auch eins der ersten sein, die ich immer lese. So, die machen wir zum Schluss. Dann habe ich mir noch rausgesucht, auch ein Buch, wo ich schon die ganze Zeit drauf hinfiebere, und zwar von Laura Kneidl, Water and Air. Ich glaube, auch dazu habt ihr mittlerweile schon ziemlich viel gehört. Es geht darin um eine Welt, in der der Meeresspiegel extrem angestiegen ist und die Menschen in Kuppeln entweder unter dem Wasser leben oder halt eben in der Luft. Und es geht um Kenzie. Und Kenzie lebt halt eben in einer Wasserkuppel, hat noch nie die Sonne gesehen und entschließt sich dann, in eine Luftkuppel zu ziehen. Und dort wird sie irgendwie in Mordfälle verwickelt und ja, gilt dann als Hauptverdächtige. Und sie lernt dann Callum kennen und er ist irgendwie der Einzige, der noch zu ihr hält. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mochte ja Light and Darkness von Laura Kneidl wahnsinnig gerne. Auch die Blood and Gold, heißt die Blood and Gold-Reihe? Trilogie. Da habe ich bisher nur den ersten gelesen, aber die hat mir auch wahnsinnig gut gefallen. Die müsste ich eigentlich mal weiterlesen. Aber jetzt werde ich erstmal dieses von ihr lesen und ja. Ich sage jetzt nicht mehr, dass ich mich drauf freue und gespannt bin und hoffe, dass es mir gefällt. Dann eine weitere Reihe, die ich beenden möchte, und zwar von Linnea Harris, Bitter and Sweet, Verlorene Welt. Das ist der 3. Teil und damit der 3. Teil der Trilogie. Und der erste hat mir mega gut gefallen, der 2. hat mir auch richtig gut gefallen und ich freue mich jetzt schon auf den 3. Jetzt habe ich schon wieder gesagt. Aber ich freue mich auf alle Bücher. Ich würde sie am liebsten alle direkt auf einmal zusammenlesen, aber das geht ja leider nicht. Wenn ihr dazu Näheres wissen wollt, ich verlinke euch, wenn es zu den ersten Teilen Rezensionen gibt, die alle in der Infobox, da könnt ihr mal vorbeischauen.
Und dann noch einen ersten Teil einer neuen Reihe von einer Autorin, die ich auch sehr, sehr gerne mag. Und ich habe immer das Gefühl, dass das schmutzig da hinten, aber ist es gar nicht. Und zwar von Jennifer Estep, Karma Girl, Big Time 1. Und ja, als ich das gesehen habe, ich glaube, ich habe es im November das erste Mal gesehen, dass das rauskommt, dachte ich schon so, du musst es haben, du musst es haben, du musst es lesen. Und ja, jetzt werde ich es tun. Nein, ich sag's nicht. Wusstet ihr übrigens, dass auch noch eine Spin-Off-Reihe zu der Mythos Academy rauskommen wird? Ja, ich weiß nicht, wie viele Teile die bekommen wird, aber dazu wird es noch ein Spin-Off geben, das dann aber in einer anderen Schule spielt. Aber ich glaube, die Protagonistin haben wir in der Mythos Academy-Reihe schon kennengelernt. Aber wenn es dann da soweit ist, werde ich euch das, denke ich, in den Neuzugängen, in den Neuerscheinungen vorstellen. Aber so vorab schon mal kurz. Und als letztes, bevor ich ersticke und keine Luft mehr kriege, weil meine Nase total zu ist wegen dem blöden Heuschnupfen, habe ich hier noch die zwei Mangas. Und zwar möchte ich zum einen lesen Noragami Teil 2 von Adahitoka. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich habe keine Ahnung. Ja, hier geht es jetzt weiter mit Yato. Nein. Ja, irgendwie geht es um Yatos Gefährtin aus dem ersten Band. Ich habe keine Ahnung, weil das, was auf dem ersten Band drauf stand, auch eigentlich gar nicht, also das war nur ein winzig kleiner Teil von dem ersten Band. Deswegen, ich lasse mich einfach überraschen. Der erste hat mir ja eigentlich ganz gut gefallen und ja, jetzt bin ich gespannt, wie mir der zweite gefallen wird. Und außerdem möchte ich dann auch noch lesen, ihr seht es schon, Sherlock, den Manga zur Serie, und da freue ich mich auch schon mega drauf. Ich muss mal erzählen, wie oft ich das jetzt gesagt habe. Ja, wer mich kennt, weiß, dass ich ein riesengroßer Sherlock-Holmes-Fan bin. Und auch ein Riesenfan der Serie bin und der Filme bin und eigentlich alles, was mit Sherlock Holmes zu tun hat. Und ja, deswegen ist es ein absolutes Muss. Und ja. Das war das letzte Buch. Ich glaube, es reicht auch. Obwohl tatsächlich von meiner Leseliste für April, glaube ich, noch relativ viele Bücher übrig bleiben werden. Ich muss mal die Katze, die da auf meinem Schoß liegt. Oh, sag mal Hallo, wenn du da schon liegst. Hallo, hallo. Es ist doof, ich will schlafen. Na gut, schlaf weiter. Ja, ich bin gespannt, was ich davon schaffen werde. Tatsächlich haben wir heute, was haben wir heute, den 25. Im April bin ich ziemlich gut vorangekommen bis jetzt. Ich denke, da wird auch noch was dazukommen. Das heißt, ich könnte es eventuell schaffen, fast alles tatsächlich von dieser Liste zu lesen, wenn nicht so viel anderes dazwischen kommt. Das werden wir dann am Ende des Mai in meinem Lesemonat sehen. Ansonsten schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr vorhabt, im Mai alles zu lesen. Und ob ihr irgendwas von dem, was ich lesen möchte, schon gelesen habt, wie ihr es fandet. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!